Das neue Trainergespann beim HSV, Armin Fee und Michael Oenning, sahen eine unterhaltsame erste Halbzeit in Split. Dann in der dritten Minute dieser Fehler von Seroberto. Und Ibricic läuft durch und das 1:0 in der dritten Minute. Jaroslav Drobny im Tor, der Hamburger vollkommen ohne Chance. Frank Rost ist zurzeit noch erkältet, war im Kader, aber kam bei dieser Partie nicht zum Einsatz. Und es ging ganz bitter weiter in der achten Minute. Der nächste Konter von Hajduk Split gegen die neu formierte Abwehr der Hamburger. Czarbini und das Eigentor von David Rosenal, der tschechische Nationalspieler im Pech. Hat auch in der Bundesliga schon viele Tore verschuldet. Und hier das 2:0, erst 8 Minuten gespielt. Dann Guerrero im Abseits, Van Nistelrooy und Pitroipa, der Anschlusstreffer. Der Schiedsrichterassistent zeigte an Abseits, aber der Schiedsrichter sagte weiterspielen. Hier ganz klar, Guerrero nicht im passiven Abseits, Van Nistelrooy macht weiter und Pitroipa das 2:1. Dann Pitroipa mit diesem dummen Foul in der 36. Minute und Ibricic mit dem 3:1 für Hajduk Split. Die Abwehr beim HSV das Sorgenkind. Dann das Foul an Pitroipa und in der 41. Minute der Anschlusstreffer wieder durch Mladen Petric für die Hamburger. Es war eine spektakuläre erste Halbzeit für Armin Fee und Michael Oenning. Und weiter ging's in der zweiten Halbzeit mit Pitroipa, der schaut und sieht Guerrero, der Pfosten nach 52 Minuten verhindert den Ausgleich. Weiter mit Pitroipa, der sehr laufstark und selbstbewusst wirkte. Und dann Robert Tesche in der 73. Minute, doch noch der Ausgleich zum 3:3. Robert Tesche spielte Außenverteidiger beim HSV und macht das hier souverän. Dann nochmals die Zitterpartie, ein Fehler, ein dicker Bock von Robert Tesche in der 80. Minute und Glück für die Hamburger kurz vor dem Schluss. Es blieb dann aber beim hochverdienten 3:3 zwischen Hajduk Split und dem HSV, der vor allem in der Offensive überzeugte.